I'm having the dream again. Okay, dreaming. What's happening? Oh, Jesus! Jesus Christ! Oh, can we try the big silver one again? Oh. Oh, das gefällt mir nicht. Entführt von Aliens und jetzt auch noch mit Schließmuskelverkrampf. Was haben die mit uns vor? Puh. Sie holen den Dicken raus. Alter! Nein, raus da! Oh. Ich verstehe. Eine Analsonde. Is this your first time getting probed? Hey, Randy. Yeah, it's a pain, but this is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic. Hey, you broke free! Kid, you have an incredible control of your asshole. Get me loose too! Du kannst jetzt deine Aliensonde benutzen, um zu teleportieren. Halte LB gedrückt und wähle die Aliensonde oder drücke wiederholt LB, bis sie ausgewählt ist. Alter, natürlich ist es eine Anspielung auf die allererste South Park-Folge. Ja. Die wurde übrigens noch mit Papierschnipseln gemacht. Motion Capture halt. Und nennt man das so? Motion Capture? Ich glaube schon. Jedenfalls erst die zweite Folge wurde am Computer programmiert. Ja, da ging es darum, dass Cartman eine Analsonde hat. Und irgendwo in der späteren Staffel wurde es auch wieder aufgegriffen, dass die Analsonde nur dazu dient, einen Empfänger darzustellen, weil die Erde eine Sendung ist. Eine Unterhaltungsshow. Ja, zu viel, um das jetzt irgendwie... Also gut, Aliensonde. Verstehe. Schießen, Begleiter Aliensonde. Wow, look at that! You must have broke off part of the probe and now you can control it with your sphincter muscles. Pretty cool. Pretty cool. Ganz cool. Schieße die Aliensonde auf ein Teleporter-Signal. Wenn du RT drückst. Wähle mit L oder R den Ort, zu dem du teleportieren möchtest. Drücke eine. Ach so, komme ich da raus! I'm surrounded by some kind of force field. Go find a way to shut it off. When you break me free, I can show you how to get off the ship. Man, I'm gonna be sore tomorrow. Ja, da habt ihr es. Deswegen wacht ihr manchmal mit so Schmerzen auf. Was ist hier jetzt? Ich hab irgendwas aufgemacht, aber keine Ahnung. Oh je, gucken wir uns hier mal um. Im Alien-Mutterschiff. Keine Ahnung, Mann. Hallo. Wer hat den Alarm betätigt? Oh, nope. Übrigens, diese Aliens sind als kleine Easter Eggs, wenn man es so bezeichnen möchte, in jeder South Park-Folge vertreten. Und zwar immer ganz versteckt. Am Anfang eher so im Publikum, da konnte man immer suchen. Und es wurde immer schwieriger, von Staffel zu Staffel. Mal irgendwie nur ein Türknauf mit Alien-Kopfform und. Oder die stehen hinten, keine Ahnung. In den neueren Staffeln habe ich gar keine Aliens mehr gefunden. Die sind anscheinend so gut versteckt, oder es gibt sie einfach nicht mehr, das weiß ich nicht. Aber es ist sehr interessant, wo die immer verstecken. Mitten in der Folge einfach mal ganz weit im Hintergrund. Und man sucht die irgendwie instinktiv. Ja, was mach ich denn nun? Ich kann jetzt hier... mich zwar rüber teleportieren, aber will ich das? Ach, wo mal kämpfen hier. Gegen Aliens! Mumu. Hören sich an wie Kühe. Also macht ihr keine Mühe. Wie hier, im Schlafanzug. Er hat noch ein TP übrig. Refraktorschild. Wird dir auch nicht helfen, wenn du gleich verbrennst. Mumu. Ganz genau. Ja, in South Park, da passiert schon mal ab und zu, dass man von Aliens entführt wird. Das ist ja ganz nah. Des Öfteren, immer mal wieder. Unterschiedliche Gattungen und... ja, man rettet diverse Paralleluniversen. Das ist immer mal ab und zu der Fall. Raumfahrtmedizin erheilt sich. Das ist nicht gut. Da sollte ich mich mal drum kümmern hier. Die sind ziemlich schwach, wenn ich das so sagen darf. Oder der Barde hat mich abgehärtet. Tschüss mal. Ich habe ja überhaupt nicht meine Ausrüstung, die ich gerade noch angelegt habe, an. Was irgendwie doof ist. Strahlenwaffe. Waffe. Dann gucken wir erstmal. Rücke der Schwäche.
nehme ich die erstmal. Obwohl, das sieht nicht so... Das andere sah epischer aus. Völkerball. Ja, zieh doch den ganzen Stuff wieder an. Was ist los? Da waren wir echt gut ausgerüstet damit. Nee. Hier, Waldelfen. Komplett einen auf Link. Ich könnte auch einen Schnauzer drauf tun. Bock? Brillen, Perücken. Oh, man. Ich sehe so männlich aus. Kann ich da oben irgendwas? Warte mal. Schießen? Autsch, kaputt. Gib mal her den Schinken da. Ist noch einer? Jo. Oh, hey, there you are. Oh, yeah, yep, that's the Lambda Containment Block. Take that elevator next to you. The probe in your asshole should interface with it. Mit der Aliensonde? Hä? War das vorher zu, oder was? Great, you're in. Das ist natürlich praktisch. I'm looking for a security console. Should be one above you in probe maintenance and another below you in the atmospheric processor. Yeah, I know this stuff. Can't remember which one you want, though. Been a while since I did this. Was ist los mit Randy, ey? Alien-Anzug. Na, ich bleibe jetzt erstmal bei dem. Jetzt kann ich hierhin teleportieren. Und hierhin. Aber ich gucke erstmal, was genau das hier bringt. Verstehe. Ich glaube, dass ich verstehe. Ich tue so, als würde ich es verstehen. Hallo. Ich will gar nicht wissen, was sie da oben machen. Aber ich kann da gar nicht hin. Ups. Aus Versehen gegrillt. Kann ich den auch grillen? Da links steht 404. Error 404. Intergalaktische Fehlermeldung. Was es nicht alles gibt. Keine Ahnung, ich gehe erstmal unten lang. Mir ist es alles nicht ganz geheuer, ehrlich gesagt. Hello, is this recording? If you are hearing this, I've been taken hostage on some kind of alien ship. The aliens did unspeakable things to my rectal cavity. But I've broken free. I'm so scared and alone. I must find a way off this ship. Oh god, they're coming. Why am I standing here making an audio log? I don't have time for this. Leave me alone! Alter. Was ist da unten mit denen los? Warum hat er ein Polizeioutfit an? Einfach nur weil. Police? Ich hätte das andersrum schicken müssen. Warte. Jetzt komme ich da nicht dran. Clever! Dasselbe gilt für oben übrigens. Was kann ich denn damit machen? Ich gehe lieber hier unten lang. Dann muss ich mich mit denen nicht abschlagen. Move. Na, ups. Entschuldigung. Immerhin ein weniger. Sind die mit der Polizeiuniform stärker? Move. Ganz auf mich allein gestellt. Jetzt muss ich ja so viel stärker sein. Mit der Ausrüstung. Move. Alter, One-Hit-Kill. Gewissermaßen. Ja, ihr habt mir ja geschrieben, dass die Level, also dass ich kein Offscreen-Level machen muss, weil sich die Gegner immer an ein Level anpassen. Das heißt, egal ob ich Level 1 oder Level 20 bin. See if you can free me from that console. Probably not though. It's incredibly advanced alien technology. No way some kid could work it. Ganz kurz, um das zu beenden. Ihr habt mir geschrieben, egal, die Gegner passen sich immer an, egal wie stark oder schwach man ist. Das finde ich sehr interessant irgendwie. So, was? Hallo. Keep going. I think you're onto something. Was, wenn ich was Falsches mache? There. I think that. Oh no, no, that. Oh no, that kills. Switch it back. Entschuldigung. Kein Game Over. Kein Game Over. Keep going. I think you're onto something. Das erinnert mich an Donkey Kong Country 3. I knew I could trust you. Keep it up. Muss immer nachtippen, was die da vorblubbern. I'm still stuck. Better try the other console. Mhm. Das da kann ich doch auch.
Ja, super. Score! Aliens hate electricity! Kann ich hoch? Alles sehr verwirrend hier, aber noch komme ich klar. Day 2. So hungry. I've searched for food, but the only thing I've found are other people's annoying, useless audio logs. Why did they bother when they clearly were in terrible danger? Each audio log I find is more irrelevant and boring than the last. I must keep looking for a way to survive. Tja. Guten Morgen. Alles klar, dann... Okay, let's try the other console. God, I hope this works. Dann hier, das hier rüber. Oder habe ich einen Denkfehler drin? Und hier hoch. Sieht immer ein bisschen aus wie Kenny, ne? Aber ist nur die typische Form meines Charakters. Ja, ich will jetzt eigentlich nicht da mich mit denen rumschlagen müssen, aber... Ich komme da nicht hin. Ärgerlich. Mumu! Mumumu. Mumu. Okay, kommen Sie her, Officer. Er überlebt. Aber auch nur mit Rach und Krach. Ganze knicken, mein Bursch. Looten. Ups. Ich wollte doch nur looten, aber okay, okay. Habe ich da schon mal was aufgemacht? Wo geht's denn hier lang? Nur Interesse halber. Ach so, hier ist ja... Day 4. I've looked everywhere, but I can't find anything to eat. Or a clue to get me off the ship. Just more audio logs. They're everywhere. For some reason, I listen to every minute of every one of them, thinking there'd be some useful information, but it's like they're just filler. Useless filler. They're filler that's driving me to madness. Einfach nur bla bla. Oh god, I got an itch. Oh god, that is the worst. Oh. Oh. Überflüssig zu sagen, weil die meisten es ja eh wissen, aber ich sag's gerne nochmal vollständigkeitshalber. Und zwar diese Szene. Ich glaube, es war die, wenn man im Raumschiff reinkommt. Auf jeden Fall ist das Ganze hier mit dem Vergewaltigen ziemlich gekürzt. Wenn nicht sogar, dann fehlt das komplette Raumschiff auf den Konsolenversionen. Also das ist die PC-Version und die ist unzensiert, wie es scheint. Aber die meisten von euch kennen sich da wahrscheinlich besser aus und werden mir sagen, nee, da fehlt aber das und das. Ja, will ich es aufmachen. Schon wieder was Schönes. Ganz viel Red Bull. Red Balls. Krieg ich hin, also wird schon schwieriger. Hey! Come on, try again! Was? Ah, oh, no, okay. Next time it's gotta be the turn. Give it all you got. Nicht euer Ernst. Vor allem, die sind manchmal zeitgleich wie. The eyes! You've got to keep trying! I believe in you! Nach dem Motto, du bist ein Amateur. Dann machen wir es halt einfach. Hinbekommen! Yes! Okay, that one doesn't work either. Head back towards the elevator. Ich mach mir doch mal den Schnauzer ab, weil Randy hat den einzig wahren Schnauzer. Das geht so nicht. Einerseits war er cool, aber ich habe mich halt kurz mal geschaved. Oh man, was ist hier bloß los? Da unten ist jetzt eine Tür aufgegangen. Okay, I didn't want you to have to do this, but there's one more console you can try in that room across the bridge. The alien who works there is really tough, so be careful and remember to use electricity. Elektrizität benutzen? Oh Mann. Kann ich die nicht schon mal... Ah, die kommen nicht ran. Kann ich die nicht schon mal anfurzen? Ja Mann. Und drauf da. Ups, falsche Taste. Kommt schon mal vor. Mumu. Ja, ekelt euch. Vor dem Gestank der Menschheit. Oh, der ist stärker. Alien-Sicherheitschef, dann den erstmal in Brand setzen. Ich weiß ja nicht, was er drauf hat, aber das hat schon gut gesessen. Angriff verringert. Gar nicht gut. Nein, 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 nein. Verdammt, ich blute. Dann lass mich lieber heilen. Kleiner Heiltrank.
Debuffs entfernt. Und ran an den Speck. Ich schätze mal die anderen so. Weg ist er. Der heilt den, ich glaube, mein Schweinfurzlapper nochmal. Was macht ihr mit den Anussen der Menschen? Schämt euch nicht? Habt ihr keinen eigenen? So, nochmal. Alter, das ist gar nicht gut. Gesundheitszwang groß. Haut den Schurken auf die Gurken, los! Schild ersprochen. Ich würde so schnell keiner mehr heilen. What the f... Ja, ist nicht schlecht. Heiltrank. Hör auf zu bluten. Mongolenbogen. Ihr könnt in die Kommis schreiben, ob ich den Mongolenbogen weiterhin behalten soll, weil er ist eigentlich ziemlich episch. So, wir haben gewonnen. Nice one. Alien-Handschuhe. Kann ich ja mal gucken, was die so bringen, irgendwie. Hallo? Ach, den habe ich noch nicht gelootet. Hey, that did it! The force field's down! Come on back and we can get out of here! Echt jetzt? Wie kam ich her, ne? It's another Saturday night. Feeling alright, feeling okay. Was er singt. Das war nicht hier unten, oder? Der kam, ich kam durch eine Tür. Day 7. Okay, I did find one audio log that was mildly amusing. A woman trapped on this ship left an audio log about some papers she had left in an alien cabinet. And she told me the code was 776. That was kind of cool, because I didn't know the code before that. Though when I opened the cabinet, there was only some kind of power-up I didn't really need. Ist das nicht er? Der hat sich hier verschanzt. Okay. Ganz kurz gucken, was diese anderen Sachen, die ich bekommen habe, bringen. Ja, aber ich bleib doch lieber bei dem, bis jetzt. Irgendwas Neues bekommen. Alien-Anzug. Fühlt sich wie ein Push-Up-BH für deinen Schließmuskel an. Okay. Ja, kann ich mit dir reden, oder was ist los? Hallo? Wir haben Deutsch geredet? Sie zum Sprechen zu bringen. Was? Der redet Deutsch? Warum? Jawohl! Warum? Autsch! Ich war für einen Moment total verwirrt. Scheiße! Dass der Deutsch labert. Was ich blute, ne? Ja. Ist das nicht der Typ? Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ach du Liebe! Na, das macht nicht so viel Schaden, wie ich gehofft habe. Scheiße! Geh zurück mit deinem Pömpel. Warum redet der Deutsch? Okay, gut, ich habe nichts dagegen. Ich habe mich nur echt gewundert. So, Atem des Drachen, los! Oftmals aufgemotzt, diese Fähigkeit. Naja, gibt besseres. Autsch! Schon wieder blutig wie ein Schwein. Sowas verwirrt mich immer, wenn man auf einmal irgendwie einen anderen... seine eigene Sprache hört, ja. Den kriegen wir auch kaputt. Ich fühle mich zurzeit wie Rambo, weil ich alle Gegner direkt kalt mache. Ohne Kompromisse. Blitzkraft. Wie geht das? Drücke A, wenn sich die Drähte berühren. Ich lösche ihn doch. Lol. Packt einfach eine Autobatterie aus. Oh, ich muss ein bisschen... Angriff erhöht. Scheiße! Aber er hat nicht angegriffen. Das ist gut, das ist gut. Ich habe nicht mehr so viel Energie. Ach du Liebe! Na komm schon. Autsch! Scheiße! Ist hier auf dem Alien-Schiff so ein Deutscher, der einfach mal... Keine Ahnung. Wie geil eine deutsche Sprachausgabe doch gewesen wäre in dem Spiel. Ach du Liebe! Kann halt nicht alles haben. So!
Ich hoffe, das gibt dir den Rest. Nee, ganz und gar nicht. Ich hätte mit Power machen müssen. Aber jetzt, Freundchen. Mein Gott, dein Gott. Kannst mich Saftsack nennen. Alufolienhut. Also war das optional hier, oder wie? Was bringt denn dieser Alufolienhut? Hält die Aliens davon ab, in dein Gehirn einzudringen. Hält außerdem die Regierung, chinesische Hacker und den Hund, der sich anweist, Menschen umzubringen, draußen. Fügt 6 Rüstungen hinzu und schwächt feindliche Angriffe. Minus 25% Schaden erhalten von Aliens. Okay. Zwar ein bisschen Professor Kabum-Style. Ach, Professor Chaos. Professor Kabum war was ganz anderes. So. Randy? War der hier oder die andere Tür? Ich hab keine Ahnung, Mann. Hier ist nichts. Doch, hier. Success! I found something that looks to be food. It's some sort of green fluorescent goo. I'm gonna have to try and eat some. It's not so bad. It's tangy and nutty. Would probably go well with a... Hey, what's happening to me? What's this? Was hat er gesagt? Da unten stand nur, sprich Deutsch, aber irgendwie habe ich nichts verstanden. Tempotrank voll. Wie, ich bin voll. Also kann ich doch mein viel zu viele Items haben. Wie komme ich denn am besten jetzt zu den Items? Inventar. Ich muss die echt mal loswerden irgendwie. Ja, aber ich kann ja auch nichts dafür. Ich war halt doch im Kampf gegen den Barden und nach der nächsten Zwischensequenz war er schon hier. Da konnte ich ja selbst nichts dafür. Randy? Great, you made it. Okay, use this panel here and we can all go home. Wo, was, wie? Man, I'm gonna be sore tomorrow. Das kannst du laut sagen, du. Was genau? Ich war doch schon hier. Jetzt noch was. Alien-Helm-Ausrüstung. Da würde ich natürlich auch gerne gucken, was das bringt. Alien-Helm. Nee. Ich bleibe erstmal bei dem. Man, I'm gonna be sore tomorrow. Okay, die machen es nun mal richtig. Aber wie gesagt. Donkey Kong Country 3 Style. Immer noch einen mehr. Oh, you did it. Oh, thanks, kid. I don't know who you are or if you're real, but consider me your friend. Until we meet again. Der verduftet einfach und sein Profilbild ist, da ist er nackig drauf. Was zum Teufel, ey. Ja, Menchukesui, die Frösche, das war schon schwieriger als das hier. Weißer Kraftkristall. Ich hätte fast gesagt, das ist ja mächtiger als der Stab der Wahrheit, aber nichts ist mächtiger als der Stab der Wahrheit. Wohin jetzt? Was habe ich eigentlich zu tun? Wo geht's raus? Neue Nachricht von Mr. Marsh. Gerettet habe ich deinen Arsch. Rechts von dem Raum, in dem wir eingesperrt waren, ist ein Fahrstuhl. Du kannst über ihn fliehen, aber ich habe ihn kaputt gemacht, als ich ihn benutzt habe. Du musst ihn reparieren. Tut mir leid. Der da? War doch so. Bin gespannt. Ich habe keine Ahnung. Naja, wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann versuchen wir hier zu entkommen und... Ja, mal sehen, da können wir uns vielleicht neu ausrüsten oder sowas. Tja, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich sag bis dann und ciao!